Liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich im Namen Jesu Christi. Unser Herr Jesu Christi möchte euch an diesem Tag ermutigen. Denn ihr habt irgendeine Befürchtung, die euch beängstigt. Dies ist der Grund, warum der Herr euch eine wichtige Botschaft mitteilen möchte. Es ist geschrieben in Markus Evangelium Kapitel 5, Vers 36, sprach Jesus diese Wörter zu Jairus: Fürchte dich nicht, glaube nur. Der Herr sagt, dass man seinen Glauben nicht aufgeben muss. Dieser Jairus hatte eine Tochter im Alter von 12 Jahren. Sie war erkrankt und lag im Sterbebett. Die Ärzte haben aufgegeben. Er wusste nicht weiter, wie er seine Tochter retten soll. Er hörte von Jesus und dachte, er hätte noch eine Chance, ihr Leben zu retten. Du brauchst nur, deine Hand auf meine Tochter zu legen, um sie zu erretten. Dies war sein Glauben. Bitte lege deine Hand auf meine Tochter, sie zu erretten. Die Überlebenschancen des Kindes waren gering. Zu der Zeit war Jesus auf seinem Weg im Dienste des Herrn. Er nutzte diese Chance, sein Kind zu retten. Jesus Christus redet darüber, weil es ein Wunder war, das Leben eines Kindes zu retten. Jairus hatte die Befürchtung, dass er zu spät kommen würde. Nur wenn das Kind am Leben ist, könnte man das Kind retten. Er war völlig verzweifelt, das Kind zu retten. Wie er befürchtet hatte, ist das Kind nun verstorben. Er bekam die Nachricht von zu Hause. Als Jesus diese Nachricht hörte, sagte er zu Jairus: Fürchte dich nicht, glaube an den Herrn. Gib deinen Glauben bitte nie auf, wie schlimm die Situation auch sein mag. Woran hast du geglaubt, als du mich um Hilfe gebeten hast? Du hast geglaubt, wenn ich meine Hand auf dich lege, dass dein Kind leben wird. Es ist egal, ob es am Leben ist oder tot ist, dein Kind wird überleben. Denn dein Glauben ist so. Vergib nicht dein Glauben für irgendwas auf. Jairus nahm Jesus mit sich nach Hause, wo das tote Kind noch da lag. Wie immer auch die Situation, gebt nie euer Glauben auf. Der Herr spricht mit dir, mein Sohn. Hast du Zweifel daran, wie deine Zukunft sein wird? Bitte gib nie deinen Glauben auf. Meine Tochter, gib nie deinen Glauben auf. Halte dich fest an den Glauben, den du von Anfang an gehabt hast. Dann wird auch ein Wunder geschehen. Schon heute bei dir zu Hause wird ein Wunder geschehen. Ein Wunder wird geschehen in deinem Vorhaben. Aber dafür gib deinen Glauben nie auf, um Wunder zu wirken. Ich werde meinen Glauben nie aufgeben, denn du wirkst Wunder in meinem Leben, wie ich geglaubt habe. Ich erwarte einen Wunder heute. In Jesu Namen. Amen. Amen.